Moin, moin und hallo, ne? Heute mal wieder ein ganz besonderer Anlass und das findet der Miami Heat 73 auch, deswegen schreibt er mich direkt im Einleitungssatz an. Das finde ich sehr schön von dir. Und was sagst du? Schade, ja, das finde ich auch schade. Das ist echt, das ist. Sag doch auch mal was, Schatz, das ist doch nix. Heute haben wir einen ganz besonderen Oh, Tag. für alle, weil der Holger da so richtig am Rumstottern war, für alle, die es nicht mitbekommen haben, heute ist mein Geburtstag. Ja. Ich bin so nervös, deswegen stotter ich, weißt du? Du bist heute endlich 8 Jahre geworden, das ist toll. Kommst du vielleicht in ein paar Jahren in den Unglaublich. Stimmbruch? Ich freue mich wie ein Schnitzel, musst du wissen. Du freust dich wie ein Schnitzel. Ja, du hast ja auch was Tolles von mir zum Geburtstag bekommen. Sag das doch mal. Ja, der Holger hat mir das Assassin's Creed 3 Pack zum Geburtstag geschenkt. Nicht das Assassin's Finde ich Creed 3 Pack, super das toll. Assassin's Creed Complete Pack. Auf Steam war das nämlich im Angebot, weil du bist mir nämlich nicht 100 € wert oder so. Aussteigen, aussteigen. Nein, nein, es fährt weg. Nein, nicht anfahren, nicht anfahren. Nein. Nein, Holger. Oh, nein, stopp. Nein. Keine Sorge, der Oh, Papa macht ich. das. Wo ist er hin? Er ist einfach weg. Magst du mitfahren? Ich krieg mein eigenes. Komm. Oder willst du den roten haben? Heute. Ah! Ist gar Ja, nicht schlecht. Das ist mach hier eine erstmal richtig Sache. schön alles kaputt. Wie sich. Wieso raucht der? Kinder, rauchen ist ungesund. Nee, ne? Jetzt fahren wir mal ein bisschen in der Stadt rum, wenn wir schon Infernusse haben. Aber ist ja kein freier Modus, ist ja kein Nuttensimulator. Entschuldigung. Ich wollte mich gerade Ist entschuldigen. egal. Kennst du Stadt das? rum. Oh, Achtung. Ah. Du willst. Was geht mit dem Verkehr? Junge, was geht denn hier ab, Alter? Ich wollte mich gerade bei dem Typen entschuldigen, weil mir klar war, dass ich überfahren werde und dann bin ich einfach durch ihn durchgefahren. Pazifismus Ach, for the und win. für die, die es noch nicht bemerkt haben, der Holger ist erkältet. Ja, ich bin ziemlich krass erkältet, aber naja, heute ist dein Geburtstag, deswegen dachte ich, komm, wenn wir an meinem Geburtstag schon so eine Special-Aufnehmen-Folge machen, müssen wir das bei deinem Geburtstag auch machen. Ich klinge halt jetzt ein bisschen anders und ein bisschen verschnupft, das denke ich mal, hört man, aber ich werde alles räuspern, schniefen, rotzen, schnoddern, schleimen, kotzen, rülpsen, furzen, rausschneiden. Das ist kein Problem. Außer ihr wollt das drin haben, dann soll mir das auch egal sein. Jo, heute mal wieder ganz privat, weil mir das in der letzten Session so dermaßen auf den Sack ging, dass diese ganzen Hauptsache, man sagt ein paar Schimpfwörter, damit es amerikanisch klingt, ne? Oh, mein Infernus brennt übrigens, ne? Vorsicht! Oh mein Gott, ah! Richtig, richtig schön ins Polizeipräsidium abserviert. Aber richtig nice. Oh, guck mal, voll in den Wachposten rein. Die sind bestimmt glücklich. Achso, das sind übrigens schon die Wachen, ne? Oh, was ist ein Wache? Wehe, die machen mein Auto kaputt. Soll ich die Reifen kaputt schießen? Nee, lass das Ganze, wir müssen damit noch fahren. Einfach, ja, einfach auch mal hingucken, wo du hinfährst. Ah, mein Kopf voll ab. Ich Oh, kann übrigens nicht ist ein schauen, ob Kopf, ich ne? hinten. Einfach voll reinhalten in der Zeit. Ja, voll rauf. Ist jetzt ausgestiegen, ja, sind ausgestiegen. Ja, eine ist doch verschwunden. Soll ich den Panzer fahren oder willst du? Autopanzer, ich bleib mit meinem Sportwagen. Kannst du mich nur kurz davon rauslassen? Das wäre ganz lieb von dir, Schatz. Ja, aus. Ja, wenn er Achtung! aussteigen würde. So, kannst du mich schon mal abhauen. Ist okay, ich schaff das alleine. Ja, ich muss irgendwie ein Medipack finden, weil ein Reifen ist kaputt. Ich hatte gerade so einen coolen Gangster-Move. Ich gebe dir gerade ein bisschen Deckung. Ja, danke. Gibt's hier irgendwo ein Medipack? Die gibt's hier noch nicht, kaputt. ne? Mein Auto ist ziemlich Schrott. Das ist. Ach, das schaffst du schon, das kann ich. Bam! Abserviert. Car Wash. Oh. Oh, der war nicht schlecht. Ich fahr mal durch die Waschanlage. Wir haben ja Zeit, nur ist ja nicht so, dass wir gerade einen Panzerwagen geklaut haben, ne? Nein, ich will nur. Oh, war, da vorne, da. Nein! Ja, ich liege auf dem Kopf. Ah, ich muss niesen, verdammt, ich habe so ein Kissen in der Nase. Oh, jetzt ist es wieder Motorrad. weg, Gott sei Dank. Jo, also wir haben uns überlegt, dass wir heute einfach mal die ganzen schönen
Sind ja im Prinzip Koop-Missionen, dass wir die einfach nochmal alle schön durchspielen, weil wir, wie gesagt, also zumindest weil ich, wie gesagt, keinen Bock mehr auf die ganzen inkompetenten F*** habe, die dann hier mitspielen wollen, weil sie denken, ja komm, spielen wir mal mit dem Holger GTA und versauen immer die Sessions. Das ist nämlich nicht so lustig. Und deswegen spielen wir noch zu zweit und machen dann die ganzen kleinen Missionen, weil wir Spaß haben. Ja. Das heißt, wir machen jetzt Bombenanschlag, Dealverderbern, News-Alarm und danach geben wir uns ein bisschen Nuttensimulator 2012. Willst du fliegen? Ich meine, heute ist dein Geburtstag. Heute muss ich alles fragen. Also, willst du fliegen oder soll ich fliegen? Ich fliege. Du willst fliegen? Tschüss. Ich bin weg hier. Leider braucht der Helikopter so ein bisschen zum Starten. Alter, was ultra krass war, da hatte ich irgendwie, was war das? Genau, das war letzte Woche Mittwoch. Ich habe von 8 Uhr bis 10 bis 13.10 Uhr habe ich ganz normal Schule, mittwochs. Dann habe ich bis 14 Uhr Pause und dann von 14 Uhr bis 15.30 Uhr nochmal Sport. Und dann bin ich mit der Schule fertig, dann darf ich nach Hause. Wir kommen also alle aus der Sporthalle und dann steht da so ein riesiger ADAC-Hubschrauber mitten auf dem Schulhof. Und alle so, what the fuck, was geht denn hier ab? Ein paar Kumpels von mir, die hatten keinen Sport, die hatten ganz normalen Unterricht. Die sitzen da, also gerade in Französisch oder so, landet da einfach mal so ein ADAC-Helikopter bei denen auf dem Schulhof, weißt du? Total krass. Dann stehen wir da noch, meine Mutter stand schon auf dem Parkplatz, sie wollte mich abholen, hat mich an dem Tag abgeholt mit dem Auto. Alle standen also auf diesen Helikopter gegafft. Meine Mutter hat dann begriffen, dass da irgendwas Besonderes ist, ausgestiegen. In dem Moment steigt der Typ in den Heli, ganz lässig, weißt du, mit diesem riesigen Helm. Schmeißt so den Rotor an, die Maschinen fangen so an aufzuheulen, die rauschen ja dann richtig laut. Schiebt so einen Hebel hoch, der Rotor fängt sich an zu drehen. An dem gleichen Tag hatten vorher die ganzen Arbeiter 5 Stunden lang mit Laub gebläsen, den Schulhof gesäubert. Hatte sich innerhalb von 4 Sekunden erledigt. Weil die ganzen Blätter wieder überall verteilt wurden, durch den riesigen Rotor. Das war so geil. Dann ist so der Helikopter gestartet. Das war so eindrucksvoll, wie der Helikopter gestartet ist. Das ist ja noch nie vorher gesehen. Das war echt heftig. Sag mal, wo habe ich eigentlich so viel... Oh ja, jetzt weiß ich, wo ich so viel Leben verloren habe. Oh. Bist du das Haus runtergesprungen? Nee, ich habe ja eben... Ich bin noch nicht gestorben. Aber ich habe eben die ganzen Wachen abgemetzelt. Und die haben ja auch auf mich eingedrescht. Das sind einfach noch die Verletzungen von eben, dem Angriff auf den Panzerwagen. Hast du die Sniper auf den oberen Decks beim Kontrollraum? Auf die musst du nämlich achten, die sind ganz wichtig. Die machen nämlich massig viel Schaden. Da sind gar keine. Ja, normalerweise, gib mir so ein bisschen Deckung, wenn ich da reingehe. Jo. Nice. Ich schau noch, ob da noch. Da kommt einer. Wenn jemand stehen bleiben würde, ne? Hab ihn. Danke. Er ist umgefallen. Ja, ich hab's gesehen. Hab ihn. Ja, er lebt immer noch. 3 Sniper-Kugelschüsse. Was zur Hölle. Ich treffe aber auch gar nichts heute. Heute ist dein Geburtstag. Ach. Hallo! Wie viele Kugeln? Dankeschön. Das sind übrigens noch Sniper, ne? Ja. Oh, den hast du gerade schön weggerotzt. Ah, wow. Mausempfindlichkeit for the win. Ich räume hier unten auf, also du kannst. Okay. Du kannst dazu stoßen. Hier liegt nämlich noch eine. Sag mal. Weißt du, Kugel in den Kopf, der fällt einmal um, taumelt ein bisschen, hält sich die Schläfe zu, schreit einmal kurz, aua, mein Bein und steht dann wieder auf und macht weiter. Wie die Italiener auf dem Fußballplatz. Ops. Hat keiner gehört. Mich. Wie kommt man hier runter, ohne Schaden zu nehmen? Warte mal. Jetzt muss ich selbst mal gucken, wo stehst du? Oh ja, ich hab's. Du kannst hinten rum und dann ist das, die Treppe ist in der Nähe von Romans erster Bude. Da ist auch so eine Führung. Das ist der beste Cop aller Zeiten. Der hat einen von diesen Cop-Slides gemacht, die so cool aussehen. Ist er jetzt tot? Gut. Okay. Ja, ist,
Ja, das Wort gibt's wirklich. Ja, immerhin noch eine Granate. Kann man. Ich habe einen Pappbecher getroffen. 3, 2, 1. Ja klar, 2 Meter neben dem explodiert eine Granate, der steht wieder auf. Logisch. Mach ich auch jeden Tag. Also wie gesagt, hier auf dem Oberdeck ist noch eine kugelsichere Weste und in der Kantine oder in diesem Aufenthaltsraum der Mitarbeiter ist noch ein Medpack. Und da ich immer sonst unten lang gehe in allen Aufnahmen. Ich gehe jetzt oben lang, ne? Geh du mal unten lang heute. Jo. Ach du Scheiße, jetzt darf ich aber metzeln. So, ich pack meine Uzi. Mein Gott. Okay. Ich mach mal einen auf Rambo. Wo war das? Wer hat da gerade geschossen? Ich weiß, dass dahinter meiner steht. Ich meinte eigentlich... Au! Du Flach... Hallo! Was ist ab hier? Was geht los da rein, ey? Komm, steh mal auf, ich hab mich auch erschrocken. Ich hab deinen Arm geschossen und er ruft, oh, my leg! Ah, ja. Damit du wirklich tot bist. Alter, du bist ja heute mal hier der richtige Killer, du bist ja der Berserker geworden. Was geht los, ey? Ach du Scheiße. This is going to be very funny, bitch. Nein, jetzt! Das darf doch nicht wahr sein. Ich schau mal so lange auf die schönen Bilder hier in der Kantine. Sag mal. Wollt ihr vielleicht mal... Ja, darf ich, ja? Ja, ich gehe auch mal nach oben, damit ich auch schön da runter springen kann ins Wasser. Boah! Hier unten liegt übrigens eine Kevlar, falls du die noch möchtest. Ja, ich habe alles voll. Ich bin an 3 Kevlars vorbeigelaufen, Mann. Oh, okay. Okay, macht's bereit. Ja, ich bin noch nicht ganz oben. Oh, wir haben 60 Sekunden. Nur noch 60 Sekunden. Ja, yeah, ins Wasser. Scheiße, ich bin auf dem Relais. Egal, spring ich jetzt ins Wasser. Yay. 3500. Ich bin nochmal gestorben. War ganz, oh, das war mal eine KD. Okay, das wäre erledigt. Dann haben wir jetzt News-Alarm. Alarma. 1, 2, 3. Dann erzähl doch mal, das hast du mir zwar eben schon erzählt, aber die Fans bestimmt auch, die Fans interessiert es bestimmt auch, weil die ja alle so an unserer Privatsphäre teilhaben wollen. Was hast du denn zum Geburtstag bekommen? Also, zum Geburtstag, weil ich mir schon etwas länger wünsche, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle wisst, was Downhill-Fahren ist und für ja. die es auch machen oder auch ein paar, die es nicht wissen, die es nicht machen, ihr wisst bestimmt auch, was der Unterschied zwischen einem Downhill- und Freeride-Bike ist. Und sozusagen, sagen wir so, ich habe Rear Bike zum Geburtstag bekommen. Und das finde ich sehr cool. Sagen wir es lieber so, für die ganz einfach, ich habe ein Downhill-Rad zum Geburtstag bekommen mit Ausrüstung und bin stolz drauf. Das ist geil. Hier schlagen Gewehrkugeln ein. Die Scheibe hält. Der schlägt da einmal mit dem Ellbogen gegen. Klirr.
klar, der hat Ellbogen aus. Nico hat, he got. Diamanten. He has arms of steel. Aber das ist ja nicht mal Nico, also das ist eigentlich nicht mal so exzentrisch, oder? Na, ist egal. Oh, Shotgun. Nice! Nice! Läuft! Rovic ist tot.